Kaffeekippe, wer macht? Das ist der Geburtstag von Aris Mama. Heute Niederlage, Kreisklasse. Ja, 100%. Raphael macht das leider. Wir schießen euch runter, Bramfeld. Heute, hier. Herzlich willkommen zum letzten Vlog der Saison gegen Poppenbüttel. Derby ist heute angesagt. Und wir sind schon richtig heiß. Aber wir sind auch ein bisschen traurig, weil das jetzt erstmal der letzte Vlog ist. Ja, aber ich glaube, wir können da einiges erwarten heute. Vor allem, da es gegen Poppenbüttel geht, den Erzrivalen, sind die Jungs echt ultra motiviert. Und es geht heute einfach zu 100% darum, in der Liga zu bleiben. Ja. Am letzten Spieltag. Wir zeigen euch gleich nochmal die Tabelle, dann wisst ihr, wovon wir reden. Erstmal kommen wir jetzt entspannt an. Hey, fahr dich jetzt mal einen Gang hoch, Junge. Das gefällt mir jetzt schon wieder gar nicht. Komm zurück! So, Jones füllt die Flaschen auf, das heißt, Jerome wird heute im Tor stehen. Und jetzt gucken wir uns einmal direkt die Aufstellung an. Wie schon gesagt, Jerome steht hinten im Tor und soll den Kasten sauber halten. Ob das was wird, werdet ihr im Laufe des Videos sehen. Auf der linken Verteidigerposition haben wir Adri. Die Innenverteidigung besteht aus Timur und Joey. Und auf der rechten Verteidigerposition haben wir wieder Timmy stehen. Und die Sechs, wie auch schon im Spiel davor, Jo und Weise. Und da schreiben wir so langsam war. Links Kröte, rechts Michel, 10 Leon, Sturm, du kleiner Clown. Yes. Ich glaube, wir brauchen keinen heute sagen nochmal, wie wichtig es ist, genauso wie die ganzen letzten Spiele. Fakt ist, wir haben das wieder selbst in der Hand. Ich habe mich am Freitag mal ein bisschen schlau gemacht, als wir bei der Liga waren. In der Geschichte von Sasel stand noch nie eine Mannschaft vorm Abstieg und hat es selbst in der Hand gehabt. Plus am letzten Spieltag ein Derby. Das ist eine Riesenlast, die wir auf den Schultern haben. Aber Jungs, ich weiß ganz genau, dass ihr alle heiß seid auf dieses Spiel. Dass ihr heiß seid, diese Klasse zu halten. Dass ihr heiß seid, hier als Sieger vom Platz zu gehen. Dass ihr heiß seid, diese Geschichte hier, selbst das letzte Kapitel zu schreiben. Und immer daran zu denken, der Letzte in einem Kapitel, der Sieger, ist immer der Held. Und wir sind die Helden im Verein. Immer. Und wir sind Sasel. Wir sind ein Team. Poppenbüttel will uns heute zurück in die Hölle schicken. Aber Leute, die haben vergessen, dass wir der Teufel sind. Und wir gehen da nicht zurück. Wir gehen da nicht runter. Wir geben wieder alles. 100%. Vor allem sind wir ein Team, was miteinander spielen und fighten kann. Und die werden sich umgucken. Wir werden hier gegenhalten, wir werden denen zeigen, wir sind so wie die letzten Spiele gegen Poppenbüttel, die bessere Mannschaft. Das letzte Spiel hier auf diesem Platz waren wir mit einem geschwächten Kader hier, viele waren angeschlagen hin und her, wir haben die trotzdem weggehauen. Für uns geht's um alles, die wollen uns einfach nur f***en. Die haben gar keinen Druck, nichts. Der Druck liegt bei uns. Wir haben alle viel zu viel reingesteckt. Das ist einfach viel zu viel, was wir gegeben haben, um uns heute hier in eine Niederlage einzufangen und wieder runterzugehen. Und zum anderen haben wir es auch einfach nicht verdient. Wir spielen guten Fußball. Es ist ein normales Saisonspiel. Ja, es geht um viel. Aber bleibt cool. Und ich schrei euch an. Und ihr müsst das annehmen. Ich will da nichts hören. Ihr kommt zurück. Das war's. Gut. Okay. Geht an den... Amen. Mubut Amen. Guten Tag. Wie geht's? Hoffe ich, euch geht's gut. Die werden einfach 3-0 weggeprügelt. So ist es nämlich. Ex-Verein, Derby, Abstiegskampf, das will man mehr auf den Sonntag. Ich würde sagen, auf der Bank sitzen Baba Ganoush. Ja, ohne uns leistungsbedingt mal wieder nicht in die Startelf geschafft. Er ist im Moment einfach nicht gut in Form. Ein kleiner Spaß natürlich. Wir gucken jetzt mal auf die Tabelle, während die Jungs sich warm machen. Und ja, ihr seht schon, TuS Berne, Haxheide sind sicher runter. Wir heute gegen Poppy. Aber wir haben Bramfeld noch im Nacken. Heißt, wenn wir heute verlieren und Bramfeld gewinnt, dann sind wir auf den Abstiegsplätzen. Und dann heißt es wieder zurück in die Kreisklasse. Und das wollen wir nicht. Wir wollen auf keinen Fall zurück in die Hölle, wie Ralle schon sagte. Das heißt, wir sind also zu einem absoluten Derby-Sieg verpflichtet. Und ja, haben ordentlich Druck. Aber eventuell können wir den Druck ja auch ummünzen in Motivation. Ono knetet nochmal schnell Kröte durch. Das macht er wirklich gut. Macht mal die Startelf ein bisschen frisch. Herrlich. Ja, und dann geht's gleich rein ins Game. Ari macht die Jungs nochmal heiß. Und ich würde sagen, dann gehen wir in den Mannschaftskreis. Ich will einfach nächste Saison wieder mit euch in dieser Liga kicken. Und ihr wollt es auch. Wir sind ein Team!
heißen die Jungs. Wir müssen den Derby-Sieg holen und wir fangen erstmal gemächlich an, auf dem Platz bisschen die Bälle zu ditchen. Adri auf Kröte, der froscht sich da wieder durch. Jetzt versucht das mit der Hacke. Okay, aber er holt ihn wieder. Und das ist das Wichtige, das ja, brauchen wir heute. Das ist die Krötenaggressivität, die wir da sehen. Die hat er heute an den Tag gelegt. Auch Adri wieder schön da. Die Zweikampfführung verlieren trotzdem den Ball. Ja, Minute 3. Minute 3 sind wir jetzt. Guter Ball von der 23, der war wirklich gefährlich. Und ja. Elfmeter. Ja. Für Poppenbüttel. Ja. In Minute 3. Das ist das Perfekt. Problem, wenn du Jerome zwischen den Pfosten hast. Ja. Aber er soll die Möglichkeit bekommen. Ich glaube, der Schiri musste noch den Elfmeterpunkt ablaufen, weil die keinen haben. Sehr cool. Für Fortnite. Den hat er. Alter, das packe ich. Junge. Alter, das ist so ein Bennett-Move eigentlich. Eigentlich Herr Bennett ja unser Elver-Killer. Goat. Jetzt wieder der 23er, der war krass. Also vom Poppenbüttel, einer der besten Jungs auf dem Platz, würde ich sagen. Aber ja. Wir verteidigen das trotzdem ziemlich solide weg. Auch hier, glaube ich, sieht man uns dann nochmal am Verteidigen. Genau, da stehen wir hinten echt gut bislang. Ja, und bis auf den Elver war da nicht viel los. Jetzt nochmal unsere Kröte. Oh, den hat er gut abgefangen. Das macht er geil. Jetzt Kröte liegt auf dich. Ja. Bro. Tor. Golazzo. Let's fucking go. 1-0. 1-0 für Sasel. Verdient. Schönes Tor auch. Ich würde sagen, 80% war das Kröte. Ja. Aber du hast ihn natürlich wie ein Top-Stürmer reingegangen. Er hat ihn richtig gut geholt. Aber die Jungs vom Poppenbüttel haben da hinten auch wirklich viele Bälle gegönnt. Die haben wirklich da ein paar desaströse Bälle rausgespielt. 1-0 steht es für uns. Das haben wir wirklich saftig gemacht, beziehungsweise Kröte. Da jetzt nochmal Poppy mit dem Angriff. Aber da kommt nicht viel Druck hinter, weil Joey auch schön nervt. Jetzt du bei der Ecke, Junge. Nee, ich dachte, Ecken sind deine Stärken, Junge. War ich nicht da? Nee, warst wohl nicht da. Warst wohl wieder abwesend. Jetzt Tim. Oder geht er durch? Ah, wird noch wegverteidigt von Poppy. Kommen sie jetzt nochmal zum Angriff. Jetzt fehlt Tim natürlich hinten. Ist klar. Aber ich glaube, Joey regelt das. Regelt er das? Er regelt Joey das, regelt's. Maschine. Joey. Jetzt wieder Nummer 23 von Poppenbüttel. Wie gesagt, ganz krasser Fußballer. Auch schon durchgesetzt von Poppenbüttler. Geht dann in den Strafraum. Ja, das ist natürlich viel zu wenig. Lässt er sich fallen. Dafür gibt es natürlich keine Elfmeter. So, jetzt spielen wir da wieder hinten rum. Weise ist das, meine ich. Aber ihr seht, Poppenbüttel, die machen schon gut Druck da auf unsere Abwehrreihe. Aber bislang kriegen wir das überlegt da hinten rausgespielt. Jetzt mal ein schöner hoher Ball. Kann man mal probieren. Und da bist du? Nee. Nee. Leider nicht. Nee, da bist du leider wirklich. Also da war ich, aber du hast nichts gebracht. Du warst halt anwesend, ne? Jetzt wieder Frosco. Oh ja. Ja, der hat heute einen guten Zug drauf. Ja, hat's gut gemacht. Oh, jetzt. Guter Ball. Oh, du bist aber wirklich langsam, Bro. Ja, da hatte ich Angst um meine Gräten, aber. Ja, fühle ich auch. Ich meine, so wird der kam rausgelaufen wie so ein Wild geworden. Ja, du spielst auch schon mit zwei Schienen wie so ein Cyborg. Von daher. Oh, guck mal, wie Timo da auch Johnny wegverteidigt. Sehr krass. Also, da hat Johnny körperlich natürlich nicht viel gesehen gegen Timo. Jordi auch wieder schön aggressiv unterwegs. Also, wir nehmen das Derby hier auf jeden Fall in vollen Zügen an, muss man sagen. Und spielen echt gut mit. Ansonsten, aber so insgesamt, oder bist du mal? Insgesamt ausgeglichenes Spiel, würde ich sagen. Ja, fand ich auch. Poppenbüttel hat es gut gemacht. Ja, also es war Spiel auf Augenhöhe. Nicht viele Torchancen. Jetzt wieder Poppenbüttel mal im Angriff. Können sie es diesmal ausspielen? Nee. Nein. Nee, auch da sind wir noch irgendwie dazwischen. Okay. Jetzt, Leon hat den Ball. Mit dir, glaube ich. Und das habe ich verkackt, komplett. Ja, er war auch ein bisschen säuerlich danach. Er war leicht angesäuert. Was soll mal vorkommen. Jetzt Leon an der Eckfahne gegen den 23er und holt da quasi die Ecke raus. Das hat er gut. Gut gemacht. Hat er gut gemacht. Mal gucken, wie er dann die Ecke auch tritt. Ja, wird nochmal gefährlich, aber Weise natürlich. Blind wie eh und je, prügelt den jetzt nichts. Gut. So, jetzt Poppenbüttel nochmal im Vorwärtsgang. Ja, ich glaube, einer davon war echt schnell. Ja, der war schnell. Holy, oh, hat er den daneben gesetzt. Das also, war ja, die Jungs hatten schon gute Spielanteile nach vorne, muss also man das sagen. Das war gerade echt eine Chance, wo man so denkt, Bro, den kann man mal machen. Jetzt du natürlich wieder. Mies abgelegt. Ja, Profi. War wild. Oh, Ronaldo. Alter. Alter. Coach. Ralle, wechsel dich ein.
So, jetzt, ja, was soll ich sagen, wieder Poppenbüttel im Angriff. Aber das ist natürlich zu ungefährlich. Da passiert erstmal nichts. Jetzt wieder Poppenbüttel im Angriff, aber wir entspannen uns mal ein bisschen. Ja, die 23. Und dann über außen mit Johnny, das ist übrigens der von Poppenbüttel, der Kollege gerade am Ball. Macht auch ganz gut. Legt nochmal ab. Und ich glaube, da kommen sie nochmal zum Abschluss, ne? Boah, das war schon... gefährlicher. Das ging schon in Richtung gefährlich. So, jetzt Leon. Gut gekämpft. Ja, richtig Löwe, gut. Digga. Löwe. Richtiger Löwe. Ja, legal, haben wir. Oh, da warst du, Bro. Ja, gut abgelegt richtig wieder. Richtig stark, Homie. Auch mal da sein. Ja, 10 von 10. Sehr. Sehr jetzt gut die Flanke und jetzt kommt ein Abschluss. Boah, oh. Scheiße, Bro, du bist krank. Bro, wenn da kein Torwart gewesen wäre, wäre der drin gewesen. Das war wild. Wild gespielt. Jetzt wieder Kröte. Wieder Frosco. Kröte mit Adri. Eine gute Kombi heute. Da geht er durch. Da geht er einfach gut durch. Gut gemacht. Junge, dann nimmt er einfach, nimmt er seine Froschschenkel und haut das Ding rein. Stark. Und da Leon hebt ihn rein. Oh, das war knapp. Das war wirklich close. Das war wirklich eine knappe Chance. Jetzt nochmal Kröte Frosco wieder am Start. Bremst mit seinem Gesicht. Gut gemacht. Jetzt liegt er da wie so ein Opfer. Na gut. Unser Ball. Aber er hat den Ball geholt. Klasse, Kröte. Komm. Er hat ein gutes Spiel. Er hat ein gutes Spiel, ja. Schraub dich mal hoch. Boah, jetzt stark vom Poppenbüttler, wie er den noch vom Boden aus. Jetzt mal, das bringt. Wird ein Abschluss einfach auch noch, ne? Oh, das war echt gefährlich, wenn er den besser trifft. Der Abschluss war cringe. Der Abschluss war cringe. Aber Jerome ist da. Jerome ist da. Und wie sicher Jerome ist, sehen wir auch hier. Den ist da vielleicht noch einmal kurz. 1-0. Mach jetzt Kopf hoch. Und den Fokus dran. Nimm mal einen Hustenbonbon, Bro. Alles gut. Jungs, wir sind doch zusammen hier alle, oder nicht? Ja. Vor allem ein bisschen positiver sein müssen, wir führen ja jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, was hier für ein Mann ist, Digga. Alle sind betreten. Jerome hat Elfmeter gehalten, es hätte viel schlimmer kommen können. Katze, grandios geheilt. Geiles Tor von Schrammi, super. Oder willst du eine Ohrfeige? Jeder so lange, wie es hat. Die heulen schon. Die das eine, jetzt Zuschlag, das zweite. Wichtig. Aber jetzt sind sie noch motiviert. Und wenn man die Nervosität ablegen, ich habe das Gefühl, es ist immer noch viel zu nervös alles. Sorry, Anne, ich bin krank, aber Kreisliga-Kapitän. Früher musste ich vor dem Spiel das Frühstück mit der Nase eine Kerze auspusten. Sonst durfte ich nicht spielen. Mit der Nase eine Kerze auspusten. Danke, Mama, ne? Den Nail hat Johnny dir geschenkt, sagt er. Oder warst du in seinem Kopf? Komplett. Also man merkt, die Anspannung ist auf jeden Fall noch da bei unseren Jungs, ne? Ja, wir haben bis zu dem Zeitpunkt auch leider noch nichts gewonnen. Also es war immer knapp die ganze Zeit. Richtig. Und das Ergebnis auf dem anderen Platz sah jetzt auch nicht so gut für uns aus. Nee, ich glaube, Bramfeld lag vorne, ne? Ja, irgendwie zu dem Zeitpunkt schon deswegen. Und eine 1-0-Führung ist bei uns halt ungefähr... Eine 0-0. 0-0. So, jetzt aber hier Leon auf Außen. Ihr seht schon wieder ein katastrophaler Ball von Poppenbüttel hinten raus. Auf Weise, der auf dich und du. Okay, let's go. Ja. Oh, da ist die abgefälschte Torvorlage. Der Goat, Bro. Aber ein Tor gemacht, eins vorgelegt quasi. 5 Minuten nach Wiederanpfiff. 5 Minuten nach Wiederanpfiff machen wir hier einen ganz wichtigen Step Richtung Klassenerhalt, nämlich das 2-0. Das war wichtig. Das war wirklich wichtig. Und ja, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen durchatmen. Aber ich glaube, wir haben nicht aufgehört, weil... Wer uns hier auch ein bisschen länger schon verfolgt, der weiß, dass egal wie viele Tore wir auf dem Konto haben, wir jedes Spiel verlieren können. Und das zeichnet uns aber auch aus. Das macht uns besonders nahbar, finde ich. Oh, jetzt hier, ihr seht, ja, genau. Joey kratzt genau nämlich da schon von der Linie. Und ihr seht schon, gut verteidigt. Ne, also auch eine 2-Tore-Führung. Da müssen wir eigentlich nochmal nachlegen. Und das versuchen wir jetzt mit Weise. Der macht es wunderbar. Wird dann da ein bisschen umgefällt. Freistoß. Ich glaube, das war außerhalb. Aber es war schwer zu sehen. Es gibt den Freistoß. Und in typischer Weise-Manier. Nee, Leon tritt ihn. Ja, okay. Statt Weise tritt Leon ihn einfach ins Nichts. Danke euch, Jungs. Danke, Jungs. So, jetzt Johnny hier mit den Poppenbüttlern im Zusammenspiel. Der gefährliche 23er. Oh, der ist aber auch schön mit dem Außenriss. Ja. Derbe guter Ball, aber es hat denen bis dahin gar nichts gebracht, nee, aber dass der tolle Fußball spielen kann. Nichts. Nee, das hat bislang nichts gebracht, aber sie kommen da zu einem Abschluss. So, jetzt Leon macht da ganz stark, wie er sich durchsetzt. Und du bist so ein Haufen Scheiße, Bro. Du abseits, läufst ins ne? Abseits, ja.
Ja, was willst du machen? Du musst dabei schneller Ball bleiben. Du musst einfach hinterm Ball schneller kommen. Was willst du machen? Einfach hinterm Ball bleiben. Ja, ist schwer manchmal. Ja, ah nicht. Das war schon sehr unangenehm von draußen. Aber gut, Leons Schuld halt, ne? Würde ich auch sagen. 100%. Jetzt Weise mit dem Longshot. Ui, der ist ja, der ist noch sicherer als Jerome, der Kerl. Die haben auch einen Jerome. Die haben auch einen Jerome. So. Ja, da sieht man leider nicht so gut, was passiert. Aber ich bin der Meinung, dass wir da hinten gut wegklären. Mit Timur, unserem Maguire. So. Oh, da auch mal eine gute Flex von Kröte. Der ist heute giftig unterwegs. Der giftige Frosch. Oh, und Poppenbüttel jetzt langsam nervös. Ja, gibt's den Freistoß, weil er Hand genommen hat. Weise, auf dich. Nee. Weise schuld, wa? 100%. Junge, wenn Weise den Ball einmal vernünftig auf den Kopf spielen würde. Wenn er gut gekommen wäre, hätte ich ihn reingemacht. Digga, Bro, du hättest hier schon wieder einen Hattrick machen können. Nur weil die Mitspieler komplett trollen. Ja. Leider nicht. Ja, Maguire. Ja, kommt da natürlich viel zu spät. Flext ihn gottlos um. Naja. Jetzt Michel. Der macht's echt gut. Das ist stark. Das macht er richtig das gut. Das ist stark. Und du mit dem Flugkopfball, Digga, Bro, die bringen die Bälle aber auch so schlecht auf dich, Digga. Also du bist... Ja, das war eine Katastrophe den Tag. Wenn ja, der besser gekommen wäre, Flugkopfballtor, klare ja, Sache. Da bist du schon wieder und jetzt legen sie ihn sich fast selber rein. Ey, eigentlich liegt das dritte Tor in der Luft. Jawohl, Timo, ey! Das muss doch nicht sein! Hey, schon wieder Ball! Mein Gott! Okay, an der Stelle gute Besserung an den Zuschauer. Oh, Baba Ganoush macht sich fertig, weißt du. Er macht sich so frisch, oh, okay. Er ist so süß. Türkische Grealish. Und rein mit ihm. Also, Jo raus, Uno rein. Mal gucken, ob es dem Spiel hilft. Erstmal ein Abschluss von Leon. Muss man mal versuchen. Grundsolide. Kommt okay. Besser als dein Abschluss auf jeden Fall, aber lassen wir das. Bist du das schon wieder, Bro? Ja, Leon auf jeden Fall sehr abgefuckt. Nee, ja, Leon war es nicht. Leon ist abgefuckt. Ich glaube, jetzt kommst du auch raus, ja, ne? Ja, ja. Chancentod. Also, an dir lag es aber nicht, Bro. Brian kommt rein. Ich hoffe, der macht mal ein bisschen mehr aus seinen Chancen. Jetzt Leon mit Baba Ganoush auf Weise. Jetzt spielen wir das, glaube ich, spielen wir da jetzt mal richtig gut durch. Nee, na, Weise. Ja, Weise denkt, er ist auf einmal Messi geworden oder so. Ich weiß es nicht, was da seine Mission war. Danke dir. Aber wir bleiben im Ballbesitz. Da ist der Frosch. Da ist der giftige Frosch. Oh, es ist ein Abschluss. Komm. Ist okay. Komm. Und das sieht man eigentlich selten von Froschko, dass er da drauf zieht. Jetzt schön hochgenommen von Johnny. Jetzt Poppenbüttel wieder im Vorwärtsgang. Ja, Ralle steht leider vor der Action. Ich glaube, es wurde stabil wegverteidigt. Wie immer bei uns. Ja, Max, na komm. Passt. Passt, Max setzt sich wieder auf die Bank. So, dann holen wir hier wieder stark den Ball. Es geht wieder über unsere linke Seite. Kann schwer erkennen, wer es ist. Brian ist das. Der bringt ihn rein, aber schade. Poppenbüttel ist dazwischen. Zweite Halbzeit waren wir deutlich besser. Zweite Halbzeit hatten wir echt viele Chancen. Jetzt glaube ich, unsere giftige Kröte darf jetzt vom Feld... Flaved, auch Ex-Poppenbüttler. Flaved the Wave. Flaved the Wave. Macht jetzt sich nochmal richtig frisch. Und ja, will auf jeden Fall noch ein bisschen Holz hacken hier. So, wir gehen nochmal über außen. Boah, ist das stark von Leon. Ist das gut zurückgespielt. Und dann, Brian. Nee. Ja. Nee. Ja, also, egal. Noch führen wir 2-0. Also, wir haben noch kein Gegentor geschluckt. Und auch das. Und jetzt kommt der Freistoß. Der geht natürlich direkt an die Latte. Bro, der war ja ultra schlecht getreten. Ja. Der war ja hätte ich nicht erwartet von dem. Der war ganz gut eigentlich, aber der Freistoß war total daneben. Der Freistoß war todesunangenehm. Ach du Kacke. Ja, den hat Jerome auf jeden Fall gut rausgeguckt. Ja, und jetzt ist mal ein guter Zeitpunkt, um rüber zu gucken nach Bramfeld. Die ihrerseits gewinnen 6-2 gegen Rahlstedt. Bramfeld, das waren die Jungs mit den 5 Landesliga-Kollegen. Gegen uns, ja. 5 Landesliga-Jungs, die waren richtig gut zur Halbzeit. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Genau. 4-0 für Bramfeld am Ende, 4-4. Gewonnen haben wir das Ding dann logischerweise am grünen Tisch, weil verarschen lassen wir uns nicht. Verarschen lassen wir uns nicht und vor allem
Bramfeld, auch die letzten Spiele, haben sie echt alles versucht und viele Leute außerhalb der Mannschaft immer rangeholt, also aus ihrer vierten und so. Die haben wirklich am Ende auch nicht mehr mit ihrer eigenen Mannschaft gespielt, sondern nur noch mit irgendwelchen Aushilfsspielern. Und von daher, wenn es jetzt so bleibt, können wir sagen, verdient abgestiegen. Aufgestiegen, Bro. Aufgestiegen, Jungs. Ja. Bezirksliga, Jungs. Ja. Jungs, ja. Let's go, mate. Oh, ja, Junge. Ja. 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 Ja, Mann. Oh, Digga, let's go. Das ist so 1000% sexy. Und morgen ist kein Feiertag. Mal unabhängig davon, ob wir Derby gewonnen haben. Wir haben alles umgesetzt. Das war eine Saison auf, ab, scheiße. Aber wir haben die letzten Spiele gezeigt, was wir können. Wir haben alles dran getan. Und das Geilste ist, wir bleiben in der Klasse, weil ihr seid einfach ein super, super geiles Team. Jeder einzelne von euch. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Meine Pumpe. Ja, ja. Wir sind euch! Wir sind euch! Wir sind euch! Schalalalalala! Abgemacht, mir mal ein Bier, bitte. Nee, danke, ist gut. Ja, okay. Ja, ja. Vielen Dank, danke schön. Danke. Ja. So, Bramfeld, haut rein. Grüße, danke, Jungs. Bock, ne? Oh mein Gott. Einfach wir Kreisliga und Bramfeld Kreisklasse. Und Bramfeld. Und tschüss. Sie ist eingewechselt. Ein Ballkontakt. Liga gehalten. Liga richtiges. Gehalten. Ja, die haben gewonnen, ehrlich? Ja, geil. Schmeckt noch besser dann. Ari, du bist doch der Co-Trainer. Komm. Eine Fresse, ja, bitte. Mama, dein Sohn ist der Kreisliga-Kapitän. Immer noch. Anne, ich grüße dich. Aber nächste Saison musst du auch zugucken kommen. So, was jetzt ein den Elfmeter, Jones meinte, hat ihn auch gehalten. Gehalten, oder? Hätte ihn auch gehabt. 100%. Ja, den hätte jeder gehabt. Sogar Nico. Jerome Goat Jones Clown. Heute auf Easy Mode, oder? Egal. Zap, zap, ab, bisschen schnuppern lassen die Jungs und dann haben wir uns die gekrallt. Und gerade hier zu gewinnen, gerade als Sasa. Das ist das Schönste. Auf euch. Bro, wir gewinnen nur am grünen Tisch. Macht euch jetzt mal ein bisschen geil. Where it began. Wisst ihr, was nie irgendeiner gesagt hat? Nee. Ein riesengroßes Dankeschön. Psycho, der hinter der Kamera ist und diese geilen Vlogs macht von euch. Du bist ein geiler Typ. Vielen Dank für die Videos, Bro. Willst du noch ein paar Worte verlieren für uns? Geiler Support. Aber die Jungs sind hier die Helden, ehrlich. Nein, wir sind scheiße. Sag das nicht. Nächstes Jahr Meisterschaft. Ganz locker. Boah, geil, aber. Knossi! 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 Albert der Goat.
Prof gelaufen. Na, Digga, Knossi! 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 Knossi Ehrenmann! Ja, eigentlich schon so wichtig. Reihe Big Fährste, beste Mannschaft. Hast du die Ecke angesagt? Angesagt. Okay, safe. Hab ich mir gedacht, Jerome ist so schlecht. Danke, Johnny, du bist der Beste. Endlich. Mach's mir eins auf, Homie. Ehrenmann, Digga, Ehrenmann. An ihm aus rechts. Aber auch Johnny da, aber Johnny auch da. Adrian, chill ehrlich. Chill mal ehrlich. Bennett ist die Nummer 1. Chill mal jetzt ein bisschen, Digga. Er sägt, Digga. Er sägt schon wieder, Digga. Homie, du weißt, dass hier die Nummer 1 steht, ne? Unsere Nummer 3, Möhre. Tornado! 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 Dann war ein Frühstück schon vorbei. Oh, du fängst ja gar nicht. Bist du stolz auf die Jungs? Ja, mega. Aber Celli lebt nicht mehr so ganz. Man sieht's an der Sonnenbrille. Verlieren ist für Loser. Absteigen ist für Loser. Wir haben beide Wäsche. Nee. Ja! Wäsche 1 und 2. Auf einem Shirt Shotgun. Ich werde diese Trikotasche nehmen und die so gemütlich. Zwei Wochen nicht anfassen. Oder heller Fake. Ich werde ihn und dann so. Test sorry, Jungs, vergessen. Ich zahle die Strafe. Alle müssen in den Dingern spielen. Einfach, ich mach sie frisch. Ich muss sie frisch machen. Adri! Ja, Klassenerhalt! Rein, Homie, wir sind Gewinner. Bis zum Morgen. Leon, Homie. Wie gesagt, heute ist mir das scheißegal, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ja, du bist der Beste. Digga, genieß. Leute, schön, dass ihr die Saison dabei wart. Aber am Ende war es klar, was wir heute machen. Also, halt rein. Wir sind noch in der Kreisliga. Auf der ganze Mannschaft gold heute. Und ich denke, es gibt zu dieser Saison nur eins zu sagen. Wir als Sasel 4, beste Mannschaft. Mehr gibt es nichts zu sagen. Alle abonnieren. Ich bin ruhig. Ich hab Last Break, Ende. Dann ein riesengroßes Dankeschön an die Mannschaft für die geile Saison und ein riesengroßes Dankeschön an alle aufmerksamen Blog-Zuschauer. Wir grüßen euch, wir küssen euch und wir haben für euch den Klassenerhalt gewonnen.